Das größte Schwedenfest außerhalb Schwedens und eins der größten Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern findet in der Hansestadt Wismar vom 18. bis zum 20. August statt. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute von Wismar TV zum 22. Schwedenfest hier in der Hansestadt begrüßen dürfen. Am 17. August eröffnete das Schwedenfest mit dem Soft-Opening. Wismar TV durfte dabei die Bühne am Marktplatz mit Programm füllen. Moni Mück und Charlotte Winkler sowie der Geschäftsführer von Wismar TV, Thomas Böhm, führten das Publikum charmant durch das Programm. Bei Konzerten von Nordwind aus Rostock und Kindern der DRK-Kindertagesstätte am Holzhafen konnten Besucherinnen und Besucher die Stimmung bereits am Nachmittag genießen und sich auf die kommenden Tage einstimmen. Natürlich waren die Partner von Wismar TV an diesem Nachmittag auch dabei. Die Wohnungsbaugesellschaft sorgte für einen gemütlichen Kaffeeklatsch auf dem Marktplatz. Wir haben gedacht, wir machen einfach mal was anderes, was Nettes für die Wismarer, für die Gäste und auch für unsere Mieter, wenn die denn dabei sind. Eingeladen haben wir sie auf jeden Fall. Als zweiter Partner war HW Leasing mit an Bord. Thomas Agerholm genießt das bunte Leben in der Stadt während des Festes. Für Geschäftsführer Peter Dost ist es wichtig, das Schwedenfest zu unterstützen. Wir unterstützen auch den Schwedenlauf mit einem Sponsoring und mit einer eigenen Laufgruppe, die extra dafür geübt hat im HW Leasing Stadion und mit dabei ist diesmal. Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn und Thomas Böhm beleuchteten in einer Live-Aufzeichnung des Formates Backstein und Spiegel die Historie des Schwedenfestes. Andreas Kreschko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar, sprach über soziale Projekte des Energieversorgers. Wir sind auch immer mit dabei, unsere Förderherzen. Wir haben aber auch viel Sportsponsoring. Und die Veranstaltung habe ich gesagt. Also, wir sind ein Unternehmen der Stadt und wir wollen auch alles für die Stadt wiedergeben. Natürlich wurde auch Bürgermeister Thomas Bayer auf die Bühne geholt. Er freut sich auf vielfältige 3 Tage. Für ihn ist das gesamte Schwedenfest ein Highlight. Gerade die Vielfalt des Festes ist auch, dass wir unterschiedliche Gruppen einfach ansprechen. Wir spielen Kupp, es gibt ein Kinderschwedenfest, es gibt eine Schwedenkopfregatta. Wir machen den großen Festumzug, den Schwedenweg. Wir haben eine feierliche Eröffnungsveranstaltung hier morgen, also am Freitag auf dem Marktplatz. Es gibt aber auch das Schwedenmahl, ein sehr wirklich würdiges Festmahl. Es gibt dann den Schwedenlauf am Sonntag. Es sind die schwedischen Soldaten hier auf dem Markt, die dem Fest immer so ein besonderes Flair verleihen. Was darf beim Schwedenfest natürlich nicht fehlen? Genau, die Schweden. Stefan Johansson vom Tourismusbüro Kalmar sowie Uwe de Vries, Vorsitzender der Schwedisch-Deutschen Gesellschaft, und Olaf Heilig, Vorsitzender der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft, informierten über die enge Verbundenheit der Partnerstädte Kalmar und Wismar. Wichtig ist, dass die Leute herkommen aus aller Welt und vor allen Dingen unsere Freunde aus Kalmar, aus der Partnerstadt Kalmar. Und das ist für uns das Ziel, die so gut wie möglich hier über die 4 Tage zu bringen, dass wir mit denen Austausch finden. Darüber hinaus wurde es sportlich. Schade ist, dann müssen manche Fehler der Ehrgeiz. Für Wismar TV ist es eine große Ehre, den Abend vor der offiziellen Eröffnung zu gestalten. Das ist für uns immer eine Ehre, am Vorabend des Schwedenfestes hier dieses Soft Opening zu gestalten. So hat es Thomas Bayer genannt, der Bürgermeister. Aber es geht wirklich darum, dass Wismar TV hier für Wismar da ist, Wismarer Themen natürlich auf diese Bühne bringt, Wismarer Künstler und so weiter. Das ist alles wunderbar, das macht uns riesen Spaß. Und wir danken natürlich auch unserem Team von Wismar TV, die das hier natürlich hervorragend vor und hinter der Kamera bewältigen. Ab 19.30 Uhr ging die Party los. Louis Dannewitz und Mates heizten dem Publikum ordentlich ein. Danach trat Öxl auf. Dieser verzauberte seine Fans mit seiner Musik vom Ohr direkt ins Herz. Doch könnte ich noch mal wagen, würde ich wieder genauso tun. Und nochmal doppelt so laut.
Fazit: ein durchaus gelungener Auftakt für das 22. Schwedenfest in der Hansestadt Wismar. Das macht doch Lust auf mehr.